Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi-Amateur und ja, es geht jetzt. Wir stehen hier noch auf dieser Insel. Zeig's nochmal auf der Karte. Na, diesen Typen, den haben wir irgendwie jetzt nicht gefunden. Vielleicht resettet der sich ja wieder, dass wir da nochmal ansetzen können. Aber das machen wir dann ein andermal. So, jetzt mal nicht so schnell. Wir können auch direkt nach Vorenberg uns hin teleportieren, die Schnellreise machen und werden mit Sigi reden, dass es jetzt scharf gehen kann. Und dann beginnt unsere Reise nach Englerland. Da sind wir, da stehen sie immer noch wie angewurzelt und warten auf unser Go. So, ich habe jetzt meine letzten Schlüpfer eingepackt, wir können los. Bist du bereit, Segel zu setzen, Eivor? Auf jeden Fall, los geht's. Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber, siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Oha. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Jarl Styrbjörn, unsere Männer wurden bei einem Rundgang in der Nähe getötet. Und man sagt, Eivor hätte die Axt geschwungen. Könnten die Toten sprechen? Was würden sie über ihren Tod berichten, Wolfsmahl? Sie würden sagen, dass sie uns beleidigten und dass ich sie dafür erschlug. Ganz genau. Da die Toten sich nicht verteidigen können, fordere ich ein Wehrgeld. 50 Stück Silber für jedes Leben. Per Gesetz. 50 Stück? Du kriegst es von mir. Ein Vater zahlt den Preis für die Torheit seiner Kinder. Das war großzügig, ja. Wieso Englerland? Wieso alles fortwerfen? Das bezahlt eh alles die Zukunft? Versicherung. Hier könntest du der Held des Königs sein, Eivor. Dein Name wäre bekannt in allen Ländereien Haralds. Nein. Ich werde mich nicht mehr in den Plänen anderer verfangen. Ich webe mir mein eigenes Schicksal. Eivor spricht für uns beide, Vater. Du hast deine Ehre gesetzt und deine Familie verloren. Ich hoffe, der Tausch war es wert. Wut und Trauer kämpfen um mein Herz. Doch ich bin heilfroh, dass sie uns Leben verlässt. Ja. Gibt halt Meinungsverschiedenheiten. Lurkitekt, willkommen im Stream. Herzlich willkommen und ja, viel Spaß. Alles klar, wir begeben uns an Bord. Rohmaterial haben wir mitbekommen und noch irgendwas anderes. Ach, wir können ja gar nicht das Kommando übernehmen. Jetzt sind wir ja hier selber Ruderer. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke. Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge. Teilt dir die Kraft gut ein, Dag. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd! Wie lautet der Kurs? Diese Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Furz schickt, um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland!
Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Nach Englerland! Und jetzt beginnt das Spiel erst. Aber das kennt man ja bei den Ubisoft-Spielen, ne, dass dann erstmal so dieses ganze Tutorial Stunden geht, bevor überhaupt dann das Spiel beginnt. Oh, da ist die Layla. Da haben wir sie. Sehen wir jetzt zum ersten Mal. Ah ja, jetzt beginnt die Layla-Story. Von Cassandra. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Schon ist aber alt geworden. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Das muss Eivor sein. Wenn ich das vom Schild und von dem Helm, würde ich jetzt mal meinen, das ist Eivor. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Also die haben ihn gefunden, ausgegraben und damit dann den Animus gefüttert, womit wir dann Eivor spielen können. Eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Fokussieren. Es ist schön. Aber nicht normal. Oh, hier können wir uns hinsetzen. Das sollte ich öfter machen. Das entspannt. Wir genießen die Ruhe und die Atmosphäre. Aber nur für ein paar Sekunden. Wir wollen ja noch weiter. Wir müssen mal schauen, ob hier noch irgendwas... Ja, wir gehen mal zum Auto, ne? Was sie an? Ich gehe nirgendwo hin. Nicht jetzt. Okay, Autofahren wollen wir auch nicht. Oha. Noch ein Satellit. Verdammt. Ah, Satelliten stürzen vom Himmel.
Ich laufe lieber in die Stadt, als die hier zu benutzen. Okay, also hier geht sie nicht pinkeln. Das ist hier zu eklig. Da hat wohl einer das Dixie-Klo ganz schön versaut hinterlassen. Oh, dann gehen wir mal in die Hütte und reden mal mit Sean. Er hat uns ja Elektrolyte mitgebracht. Da bin ich mal gespannt. Oh, nee, warte mal, da ist ja auch noch was. Ne? Was ist das denn hier? Alles hochwertiges Zeug. Naja. Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal, wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Ja, werden wir auch gleich machen. Aber hier sind noch ein paar Punkte und Sprechblasen. Das werden wir natürlich erstmal noch machen, bevor wir wieder hier in den Animus reingehen, ne, und Eivor weiter die Geschichte verfolgen. Wir sprechen nochmal mit Rebecca. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Naja, also es gibt irgendwie Probleme. Da gucken wir uns mal den Stab nochmal an, den uns Cassandra in Odyssey überreicht hat. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Haben wir hier noch ein Bildchen? Das ist hübsch. Beruhigend. Allerdings. Laptop, da gucken wir gleich mal rein. Mach nochmal hier. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Bisschen Musik im Hintergrund und dann. Mit Sean reden. Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun. Es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem. Wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja?
bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Ja, Sean hat immer recht. Mal lesen, was Sean da steht. Sean war fleißig. Seltsame Nachricht. Ein Audiofragment, das von einem unbekannten Ort an unsere verschlüsselten Server gesendet wurde. Es wurde nichts gestohlen, nichts zerstört. Es wurde nur diese Datei hier deponiert. Also, was haben wir hier? Eine kryptische Audiodatei, Stimme unbekannt, darunter liegt ein Signal. Das Signal war ein Code, der uns an einen Ort hier in Neuengland führte. Also haben wir gegraben und sind auf Gold gestoßen. Besser gesagt auf Silber, die geläufigste Währung des Mittelalters. Wir fanden die Grabstätte eines nordischen Kriegers, datiert auf das späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert. UZ, was heißt das denn? Mehrere Jahrhunderte, bevor dort die ersten Siedlungen entstanden sind, unserer Zeit. Wenn wir richtig liegen, sind das bahnbrechende Neuigkeiten. Bleibt nur die Frage, wie sind diese Knochen dorthin gekommen und warum? Das werden wir herausfinden, indem wir Eivor weiterspielen. Wir gehen nochmal im Kühlschrank. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Was haben wir hier? Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Richtig. Die werden dann faul. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Gut, dann schauen wir noch mal kurz in den Laptop. Ne? Meistens ist er voll mit Daten. Sehen wir uns das mal an. Also in den anderen Assassin's Creed-Teilen, da habe ich hier eine Stunde verbracht, um alles zu lesen. Ne, wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein, wir sind nur zu dritt und wir versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Danke, dass du mich so überaus detailliert ins Bild gesetzt hast. Jetzt werde ich bestimmt wieder besser schlafen. Ja, das sind immer so kleine Sidekicks, auch irgendwelche Easter Eggs dabei. Ne? Man kann sich das alles hier reinziehen. Seltsame Nachricht, die können wir uns mal anhören. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Finde das Wolfsmal, finde mich. Schon interessant. Desmond, ne, das ist ja hier der Barkeeper aus den ersten Assassin's Creed Teilen für Layla, das hören wir uns mal an. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltung von mir und Bex mit Desmond aus 2012, Dezember glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Okay, da hat er also uns zwei Dateien eingespielt. Mal gucken. Hören wir uns die erste an. Nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt,
Das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbünden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden. Aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist Deontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch, schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich, Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Okay. Gucken wir uns gleich nochmal die zweite Datei an. Ich schau mal hier kurz Bilder. Was ist das denn? Sean, Rebecca, der Animus, da wo wir jetzt gerade auch sind. Die Boten, ne, da haben wir ja auch nochmal die ISO-Boten. Die waren ja auch sehr wichtig bei Assassin's Creed Odyssey. Stab des Hermes. Ja genau, da, hier wird es nochmal, ne, erworben von der Adlerfrau Cassandra 2018. Das hier ist der Stab, der jetzt auch da in der Vitrine ist. Und ja, wir werden nochmal kurz die letzte Datei uns anhören. Und die Folge dann beenden, bevor wir dann in der nächsten Folge in den Animus wieder steigen. Moment, ich stelle das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sickereffekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter. Wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ.
Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISO-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gottverdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISO-Erinnerungen hochgekommen? ISO-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISO verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Alles klar. Interessant, auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal Briefen und Vernehmungen. Soll uns jetzt mal nicht interessieren. Wir melden ab. Die Musik dudelt im Hintergrund und wir gehen schon mal zum Animus. Stellen uns hin und werden diesen betreten. Und zwar in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi-Amateur. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.